und herzlich willkommen bei Iris und Uwes Momowelt. Wir sind auf dem Weg in unser nächstes Urlaubsziel, und zwar die Slowakei. Wir haben 7 Stunden Fahrt vor uns. Und damit es für euch nicht zu langweilig wird, die ganze Strecke, kürzen wir das für euch ab. Für euch ist es nur ein Fingerschnipp. Vitaj na Slovensku. Herzlich willkommen in der Slowakei. Ja, wir sind jetzt hier angekommen. Wir machen es uns jetzt noch kurz gemütlich. Holet noch was zum Essen raus. Und dann startet unsere Reise hier in der Slowakei. Heute ist Samstag, der 12.09.2020. Und wir haben hier einen reinen Übernachtungsplatz gefunden über Park4Night. Wir sind über Wien hier angereist. Und ja, die Anreise insgesamt war komplett stressfrei. Vom Bodensee hierher sind es ca. 750 Kilometer gewesen. Mhm. Das sind so gut 8 Stunden Reise, also 8 Stunden Fahrzeit plus Pause. Kann man eigentlich ganz schön in einem Tag machen. Zur Fahrt selber, es gab weder in Österreich noch hier in der Slowakei irgendwelche Grenzkontrolle. Man fährt also einfach durch, gar kein Problem. Für die Vignette zahlen wir in Österreich also zweimal die 10-Tages-Vignette, einmal die Hin- und einmal die Rückfahrt. Die muss man sich halt wie üblich den Aufkleber besorgen. Hier in Slowenien sage ich schon, jetzt verwechseln die das auch schon, viele verwechseln das immer. Wo mir gesagt haben, wir fahren in die Slowakei, ja, da waren wir doch erst. Und meinet halt die Slowenien-Videos. Also hier in der Slowakei gibt es die E-Vignette für 30 Tage, die kostet 14 Euro. Das kann ich euch mal so nebenher einblenden. Ist ganz einfach, kann man am Handy mit einer Kreditkarte kaufen. Ich habe mir es dann auch noch ausgedruckt, falls jemand fragt, und damit ist die Sache erledigt. Ja. Ja. Benzin, Spritpreise, überall 1 Euro oder Diesel. Wir lassen es uns hier jetzt schon wieder gut gehen. Ihr kennt uns ja mittlerweile. Ja. Wir haben was zum Essen mitgebracht, Gott sei Dank. Das haben wir uns warm gemacht. Ein Gläschen Wein und... Wir verabschieden uns. Bis morgen. Tschüss. Ciao. Guten Morgen. Nach einer sehr angenehmen Nacht mit Hirschröhren stehen wir hier und werden erstmal frühstücken und den Tag planen. Und endlich gibt es wieder Cappuccino im Freien. Ja, wir sind hier in den kleinen Karpaten, haben wir festgestellt. Mhm. Wir waren ja schon in den großen Karpaten. Die Karpaten ziehen sich von hier über die Slowakei, Polen bis runter nach Rumänien. Da waren wir ja auch schon, Transsilvanien, Transfăgărașan, das sind die großen Karpaten. Mhm. Ja, und heute? Machen wir, ja, es gibt hier in der Gegend oder in der Nähe eine Burg, die Burg Blasenstein. Die ist wohl auch sehr bekannt, da möchten wir heute mal hin. Wir möchten uns eigentlich auch heute mal den Tag nehmen und hier die Gegend ein klein bisschen erkunden und uns die kleinen Karpaten ansehen. Kleine Wanderung. Ja. Den Urlaub gemütlich starten. Mhm. Im Übrigen stehen wir ja hier, wie habt ihr ja gerade gesehen, so ziemlich ländlich, und ich habe heute Nacht die Hirsche gerührt, die ganze Nacht. Uwe hat es nicht gehört, der hat mitgerührt. Ich habe selber gerührt, vielleicht war es auch ich. Nee, also die sind hier gerade in der Brunft und das war schon mächtig laut. Ja. Ist halt Natur pur in den kleinen Karpaten. Ja, Igelin oder ein Igel bei uns im Garten, die halt fleißig ihr Nest baut, und der Rewe ja geholfen, ein bisschen Stroh noch gelegt und das hat sie schickt, Nummer alles. Du, und vorgestern oben kommt sie aus ihrem Nest mit ihren 2 Jungen, weißt du. Und dann habe ich zum Uwe gesagt, oh je, und jetzt haben wir die immer gefüttert noch die letzten 2 Tage, weißt du, haben sie immer ein bisschen Katzenfutter gekriegt und das haben sie immer alles schön gefressen. Und wir stehen hier vor dem Schloss Smolenitz. Und das Ganze spricht sich auf Slowakisch. Smolenický zámok.
Dieses Schloss liegt hier in den kleinen Karpaten und zeigt das adlige Leben in der Zeit vom 16. bis 20. Jahrhundert. Und das schauen wir jetzt an. Ja. Ja, und seit September ist hier leider oder haben sich hier die Öffnungszeiten geändert. Anstatt 10 Uhr öffnen sie jetzt erst um 13 Uhr. Aber ich bin vorher kurz mit der Drohne drüber geflogen und das zeigen wir euch als kleine Entschädigung jetzt für ja. Spaß. Und wir gehen weiter zum nächsten Schloss. Genau. Eines wird schon offen haben. Ja. Wir sind hier am Eingang von der Biberburg auf Slowakisch. Hrad Červený Kameň. Ja, und wir haben jetzt die größere Tour gebucht. Die geht wohl so gut anderthalb Stunden. Und man kommt auch in die Kellerräume. Und da sind wir jetzt schon sehr gespannt. Und wo ist er jetzt, mein Fotografie-Button? Ich hab ihn nicht. Ja, ist er. Und extra für euch gegen Aufpreis einen Fotografie-Button. Ich hoffe, man kann den auch filmen. Mhm. Jetzt warten. It's supposed to be the most beautiful room in the entire castle. It was built by Nicholas IV Palfi in the 17th century. He was inspired by his travels through Italia. It was a private pharmacy, so only the men of the castle could use it. Maybe their servants. Dieser vergoldete Schlitten, der wurde aus einem Stück Holz geschnitzt. Haben wir eine persönliche Führung hier bekommen, persönliche Tourguide gehabt. Das war sehr interessant hier. Ja, können wir eigentlich wirklich empfehlen, hier vorbeizuschauen und dann die englische Tour zu buchen. Ja.
In Deutsch heißt sie Biberburg, aber sie hat uns nochmal erklärt, dass sie eigentlich Red Stone, also roter Stein heißt. Ich weiß jetzt nicht, wie die Übersetzung zustande kommt. Vermutlich, weil viele Deutsche hier ja waren, die Fugger und so weiter. Mhm. Aber auf jeden Fall würde ich empfehlen, hier in den kleinen Karpaten sich einige von den Burgen rauszusuchen und anzuschauen. Ja, lohnt sich. Was haben wir bezahlt für die Tour? Die Tour hat jetzt, glaube ich, 18 Euro gekostet. Und jetzt, wer uns kennt, suchen wir slowakische Küche. Ja. Weil wir haben eigentlich relativ wenig im Prinz und heute ist Sonntag. Mhm. Schauen wir mal, was sich findet. Ja. Wir sind hier kurz vor der Burg Blasenstein. Und wir haben gerade hier geparkt und kämpfen uns jetzt noch die letzten Meter, so direkt nach dem Mittagessen hoch zur Burg. Ja. Obwohl wir heute den Sonntag, den 13. September haben, haben wir 30 Grad. Irre. Wow, wir sind angekommen an der Burg Blasenstein. Was für ein schwerer Aufstieg für ein paar Meter jetzt, aber es hat halt 30 Grad, gut warm. Es ist steil bergauf gegangen. Und wir müssen gucken, was es heute zum Abendessen gibt, weil das Mittagessen, das ist verdaut. Aber wir sehen hier im Hintergrund die Burgruine, Lavecký hrad. Ja. Für heute Nacht haben wir über Google Maps einen Stellplatz gefunden. Ich habe den Platz auch mit meiner Drohne, mit der Mini gefilmt. Und das können wir euch dann mal zeigen. Unsere Ankunft in der Slowakei und der Besuch der kleinen Karpaten. Wir haben uns jetzt hier in den kleinen Karpaten etwas akklimatisiert. Ja. Am ersten Tag ein paar Schlösser angeschaut. Und morgen geht es weiter Richtung Wagtal und große Tatra. Und dann gucken wir mal, was uns da erwartet. Wir sind sehr gespannt. Bis dahin. Bis dahin. Ciao. Ciao.